Hallo liebe Fans von Scumpies beim Jazz Dance, ich melde mich heute alleine, denn bei der letzten Aufnahme kam es, wieder erwartend, zu kleineren bis größeren technischen Problemen. Woran, also wer die jetzt von uns beiden zu verschulden hat, das möchte ich jetzt jedem ihrer und seiner eigenen Fantasie überlassen, aber feststeht, es ist keine Aufnahme da, aber bevor jetzt alle abschalten. Nein, 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 das war noch nicht alles. Ich habe gedacht, ich lasse euch nicht im Regen stehen und habe ein kleines Bon mot vorbereitet, wie wir Franzosen sagen. Und zwar werdet ihr jetzt hier entweder hören oder sehen einen Live-Auftritt von mir in der Linery in Hannover. Matti hat moderiert, ich hatte einen Auftritt und ich wünsche euch viel Spaß damit. Vielleicht findet ihr es ja ganz lustig und dann hören wir uns hoffentlich nächste Folge wieder, wenn dann sicherlich alles wieder technisch in den geordneten Bahnen laufen wird. Bis dahin, Bussi Baba. Kommen wir zum nächsten Comedian. Wir haben zusammen einen Podcast tatsächlich, deshalb freue ich mich immer sehr, wenn ich ihm beim Reden zuhören kann. Macht richtig Lärm für Kilian! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich fand schön, dass Anja eben über die Krippe berichtet hat, weil ich arbeite in einer. Und wir haben ein Kind, nennen wir ihn Thomas, der hört immer nicht auf seinen Namen. Und dann sitze ich so am Tisch mit ihm und sagt dann, will irgendwas von ihm und sagt, Thomas, 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 Thomas. Und wir haben dann mitgezählt, nach 16 Mal dreht er sich um. Und dann haben wir gedacht, wir probieren einfach mal einen anderen Namen, vielleicht hat er ja einfach einen falschen Namen. Und dann haben wir ihn Olaf genannt. Und da hat er sofort gehört. Also irgendwie, ja, er hat halt einen falschen Namen. Bei meinem Job fällt mir ein, es gibt Dinge, die sind auf jeden Fall nur creepy, wenn man sie nicht beruflich macht. Also stellt euch mal vor, jemand würde am Stadion privat Leute abtasten. Aber die, die das machen, machen das beruflich und kriegen Geld dafür, das ist, aber ist es okay. Und so ähnlich ist das bei meinem Beruf auch. Ne? Also wenn ich den unbezahlt durch die Fensterscheibe machen würde, wäre schwierig. Aber so geht's. Nee, es ist wirklich schwer, über meinen Beruf zu reden, mit Außenstehenden, ohne dass es irgendwann creepy wird. Aber gut, so ist das. Wir Deutschen, wir sind ja irgendwie ein sehr lockeres Volk. Also, ich habe letzten Freitag meine Mittagspause schon mal 3 Minuten überzogen. Da kenne ich nichts. Ja? Wenn man so im Gespräch ist. Ja, nicht umsonst heißt es La Deutsche Vita. Wir sind da einfach ein bisschen lockerer, was manche Dinge angeht. Eine Sache nehmen wir aber richtig ernst, und zwar unsere Freizeitaktivitäten. Da kennen wir keinen Spaß. Also ich habe das gemerkt, als ich das erste Mal im Harz wandern war, mit Turnschuhe, eine kurze Hose und ein T-Shirt angezogen und dachte, ich laufe halt auf dem Brocken. Und dann kamen mir Leute entgegen mit Abreißhose und Funktionswäsche und irgendwelchen Rucksäcken mit Haken und Ösen dran und Wanderschuhen im Wert von 400 Euro oder so. Und ich habe gedacht, ich komme da nie wieder lebend zurück. Ich bin ja überhaupt nicht richtig präpariert. Wie soll ich das schaffen? Bin ich trotzdem weitergegangen. Und dann hat sich am Ende rausgestellt, so eine Wandertour im Harz ist ungefähr so gefährlich wie eine Shoppingtour in Hamburg. Und braucht einen Regenschirm. Vielleicht eine Flasche Wasser. Aber das reicht eigentlich. Aber so funktionieren wir Deutsche nicht. Wenn wir wandern wollen, dann schon in unseren teuren Wanderschuhen, auch wenn es nur ein Schotterweg auf den Berg hoch ist. Das muss mit meinen Wanderschuhen gemacht werden. Es ist ja beim Laufen auch so. Wenn wir laufen gehen, dann schon als Testimonial von Stabilo in Neongelb. Wir kaufen Laufshirts. Ich kann euch mal einen kleinen Geheimtipp geben. Jedes Shirt ist ein Laufshirt. Man muss nur drin laufen. Das ist der Trick. Aber ich verstehe es schon, weil man sitzt dann, man denkt so, ich muss was machen, ich muss jetzt Sport machen, ich gehe jetzt laufen. Und dann ist der erste Schritt einfach mal bei Zalando gucken und so ein paar Sportklamotten kaufen. Das kann man noch vom Sofa aus machen. Und dann hat man ja gedanklich schon die ersten Kalorien verbrannt. Ne? Man ist ja schon, im Kopf war man ja schon laufen.
Das war der erste Schritt, jetzt geht's richtig los. Ja. Und dann kauft man die Sachen, geht zweimal laufen und denkt, ja, das ist auch anstrengend. Da schwitzt man. Oh, es geht immer so rauf und runter. Furchtbar. Und dann gibt es eigentlich vier Sachen, die man machen kann. Wenn man schnell handelt, kann man die Dinge noch zurückgeben. Wenn man nicht so schnell handelt, eBay Kleinanzeigen. Man kann die Sachen auch hinten in den Kleiderschrank schmeißen und vergessen, dass man jemals dachte, man würde jetzt laufen gehen. Und dann fällt es erst beim nächsten Umzug wieder auf. Und der vierte Schritt, da gibt man seine Würde mit ab. Das ist, wenn man sagt, okay, dann mache ich jetzt Powerwalking. Müsst ihr mal drauf achten. Manchmal sieht man Leute, also Powerwalking für die, die es nicht kennen, das ist Fuß spazieren gehen mit angewinkelten Armen. Und ihr müsst mal drauf achten, manchmal sieht man Leute, die in Joggingklamotten powerwalken. Da sieht man sofort, das war so nicht geplant. Da will jemand die Sportsachen vor der eigenen Waschmaschine rechtfertigen. Ja. Ich hab eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Das war noch nicht der Witz. Nee, ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die heißt Meine besten Freunde. Und dann habe ich da eine Freundin hinzugefügt und bin aus der Gruppe wieder rausgegangen. Weil dann öffnet sie ihr Handy und sieht, sie ist in der Gruppe Meine beste Freunde, aber sie ist alleine da drin. Ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, ich gehe sehr viel im Park spazieren und ich habe gemerkt, das ist der Ort, wo Leute in der Stadt ihren Kindern das Fahrradfahren beibringen. Meistens sind es Väter, meiner Beobachtung nach. Und wer jetzt hier noch vorhat, irgendwelchen Kindern Fahrradfahren beizubringen, kleiner Tipp, nehmt immer ein eigenes Fahrrad mit. Weil Kinder können irgendwann auf einmal Fahrrad fahren und man ahnt das nicht. So von einer Sekunde auf die nächste können sie es auf einmal. Und dann fahren die los und denken, boah, geil, so schnell war ich noch nie aus eigener Kraft unterwegs und ich darf entscheiden, wo ich hinfahre, das durfte ich noch nie. Und dann will man nicht zu Fuß sein. Deshalb nehmt immer ein eigenes Fahrrad mit. Das sieht man nämlich immer im Park, so Kinder, die so ein bisschen wackelig, aber so mega fröhlich Fahrrad fahren. Und dann kommt ganz lange nichts. Und dann kommt so ein Vater, der in Straßenklamotten hinterher joggt. So die Jeans schwitzt schon, die Beine jucken. Ja, also nehmt immer ein eigenes Fahrrad mit. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, die mich seit vielen Jahren beschäftigt. Warum trägt man im Hubschrauber einen Helm? Was kann in einem Hubschrauber passieren, dass man hinterher sagt, boah, Mensch, gut, dass ich einen Helm auf hatte. Der hat mir jetzt wirklich geholfen. Bei dem Unfall 200 Meter in der Luft, in dieser Metallkapsel, in der ich saß, mit dem Rotor, der sich gedreht hat. Im Flugzeug ist das anders. Da kann man irgendwie essen, kacken, duschen, weil man weiß, wenn hier irgendwas passiert, sind wir eh alle gefickt. Und von daher ist auch egal. Im Hubschrauber trägt man einen Helm. Das ist, als würde ein Nekrophiler ein Kondom tragen. Es schützt jetzt erstmal niemanden. Aber dafür ist es auch nicht so kalt. Dankeschön.